Glück hat, dass seine Freundin in der Nähe wohnt und man sich einfach auch mal so spontan auf der Straße über den Weg läuft. Wisst ihr, was das Geilste an unserer neuen Wohngegend ist? Dass Jo und Tom direkt um die Ecke wohnen. Ich war gerade beim Rewe und wir haben uns jetzt zufällig, das ist das erste Mal, dass wir uns zufällig in der Nachbarschaft begegnen, an der Kasse getroffen und ich finde, das ist so schön, wenn man Guten Morgen, Freunde. So, ich quäle mich hier gerade durch meinen Frühsport und ich muss sagen, ich bin gerade in einer sowas von hundertprozentigen Unmotivationsphase, was Sport angeht. Also ich quäle mich wirklich jeden einzelnen Sporttag dahin, also bei mir ist jeder zweite Tag Sporttag und es macht mir zurzeit einfach keinen Spaß. Ich habe schon pausiert, wieder angefangen, gerade ist es einfach ätzend. Habt ihr vielleicht Motivationstipps für mich? Also ich mache es ja trotzdem, aber wie ich es trotzdem wieder mit Freude machen kann. Ich fühle mich nämlich gerade eher so, wie Mr. Sky hier. Ich glaube, diese ganze aktuelle Lage sorgt dafür, dass ich lieber einfach pennen würde, anstatt mich mit Sport zu quälen. Also was könnt ihr mir empfehlen? Eure Tipps hier. Was kann man tun, um wieder motivierter beim Sport zu sein? Und geht euch das vielleicht auch so? Schreibt mir mal, es würde mich interessieren. Moin moin Freunde, ihr könnt sehen, ich bin hier wieder bei meinem Homeworkout, bin euch aber noch eine Antwort schuldig. Ich hatte ja vor zwei Tagen gefragt, was ich tun kann, um beim Sport wieder so ein bisschen motivierter zu sein und meine Sportunmotivation wegzukriegen. Und ich sage erstmal danke für die vielen coolen Tipps. Viele haben geschrieben, ich soll Bescheid sagen, falls was Gutes dabei ist, weil sie gerade selbst das Problem haben. Also das fand ich das Spannendste. Wirklich viele von euch haben gerade auch so ein Motivationsloch. Und ich glaube, das ist tatsächlich diese ganze Lage, in der wir uns befinden. Also mir hat das geholfen zu sehen, ich bin nicht alleine. Es geht anderen auch so. Insofern, ich bin heute deutlich motivierter. Hier kommen aber eure besten Tipps, die ihr mir gegeben habt noch. Also es war wirklich alles Mögliche dabei. Das, was am häufigsten gesagt wurde, ist etwas, was ich sowieso schon berücksichtige. Und zwar mit schöner Musik zu trainieren. Das ist bei mir immer so. Ohne Musik ging, glaube ich, gar nicht. Also Tipp 1, Musik auf jeden Fall von mir schon lange umgesetzt. Tipp 2 war, dass ich meinen Sport mal nach draußen verlege. Und das werde ich tatsächlich, wenn das Wetter besser ist. Hier in Köln ist es im Moment so Spätherbst, Frühwinter-Feeling. Aber wenn es besser wird, werde ich auch mal draußen trainieren. Danke dafür. Dann gab es den Tipp, den ich vielleicht auch das ein oder andere Mal berücksichtigen werde. Einfach nicht trainieren. Also das ist so ein Tipp, der natürlich auch, glaube ich, immer mal berücksichtigt werden darf. Gut, und dann haben noch mehrere geschrieben, such dir einen Personal Trainer. Hatte ich ja lange, finde ich im Moment schwierig. Ich guck mal online. Das haben nämlich auch viele empfohlen. Vielleicht so Online-Kurse mitzumachen oder sich Videos zu suchen von guten Trainings. Also es gibt da viele coole Sachen. Ich werde einiges davon. Und da war das Video rum. Also ich werde einiges davon machen, habe ich gesagt. Und jetzt spreche ich einen Satz aus, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich den wirklich mal in aller Öffentlichkeit sage. Ich vermisse ganz doll mein Fitnessstudio. Ich hoffe wirklich bald wieder ins Fitnessstudio zu dürfen. Da fällt mir das nämlich irgendwie leichter. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt auch wieder Spaß am Trainieren. Bei mir geht es jetzt weiter. Dicken Kuss und schönen Tag. Mitgemacht und jetzt ist sie uns.
Guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Für mich geht es jetzt zum Arzt. Keine Panik, ich bekomme nur meine zweite Impfung. Nicht die, die gerne alle hätten, sondern meine zweite Zeckenimpfung. Und dann lasse ich gleich mal, ich bin jetzt in dem Alter, da muss man das tun, so einen allgemeinen Check-up machen. Das heißt, ich bekomme vermutlich Blut abgenommen und das hasse ich. Also Zeckenimpfungsstich, Blutabnahmestich, zwei Stiche. Ein Held am frühen Morgen. Habt einen schönen Tag. Freunde, danke für eure ganzen Nachfragen. Ich lebe noch. Ich habe die Impfung gut überstanden hier. Mein Arm fühlt sich an, als wäre ich halb leer gezapft für die Blutuntersuchung. Und die Impfung soweit auch gut überstanden. Aber ich bin geschwächt und muss mich erstmal fühlen. Ich sehe gerade, Tom hat recht. Tom meinte vorhin, ich sehe aus, als hätte ich mir die Haare heute nicht gemacht. Habe ich eigentlich. Ich sehe aber so ein bisschen zerrupft aus. Aber egal. Mir ist gerade aufgefallen, morgen und übermorgen sind die zwei Tage, an denen ich mein öffentliches Outing hatte. Letztes Jahr. Es ist schon ein Jahr her. Und ich kriege nach wie vor von euch so viele Fragen zu dem Thema. Und habe mir gedacht, das ist doch mal ein Q&A wert. Also, Thema Coming Out. So, jetzt war der wichtigste Teil der Story irgendwie verschwunden. Muss ich nochmal machen. Also, es ging darum. Mir ist gerade aufgefallen, dass morgen und / übermorgen die zwei Tage waren, an denen ich letztes Jahr mein öffentliches Coming Out hatte. Wow, das ist schon wieder ein Jahr her. Krass. Und ich kriege nach wie vor von euch so viele Fragen zum Thema, dass ich dachte, das ist doch mal ein gutes Q&A. Also, eure Fragen zum Thema Coming Out. Schickt mir hier welche. Ich suche mir die besten aus und beantworte ein paar. Ich bin sehr gespannt. Was wollt ihr wissen? Tachin, Jana und ich machen gerade ein Marmeladentasting. Spätes Frühstück, Brunch, wie auch immer man es nennt. Und Jo Weil, ihr kennt ihn, Freund und Kollege, der hat ja jetzt aufgehört mit Schauspiel, der hat ja seine Karriere an den Haken gehängt, weil er jetzt tatsächlich in die Marmeladenproduktion gegangen ist. Ihr könnt ihm mal schreiben und bei ihm bestellen. Er macht so lustige Sachen wie Dark and Stormy, dann Balenario, Kiwi and Passion. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben alle ein bisschen Alkohol in sich, aber. Erdbeerlette rum. Ja, Erdbeerlette rum. Also jetzt bestellen hier mit unserem Code Jo, weil der Marmeladenfreund 25. Freunde, im Moment ist es ja nicht so, dass man jeden Tag 1 Million tolle Sachen erlebt. Also was Abwechslung und Aufregung im Leben angeht, ist ja gerade alles ein bisschen runtergefahren. Deswegen habe ich beschlossen, ich suche mir jetzt regelmäßig Dinge, die mich zu Hause besonders glücklich machen. Und ich glaube, ich habe es schon mehrfach erwähnt, ich trinke total gerne mal einen schönen Wein. Also nicht saufen, aber so ein schönes Glas Wein, das mag ich wirklich gerne. Und heute, zum Freitag, habe ich eine ganz tolle Sache mir überlegt. Ich habe eine Online-Weinprobe gebucht und heute werde ich mit Jana und Tom zusammen eine Weinprobe machen. Hier, ich bereite gerade alles vor, mit einem Sommelier, der das dann online mit uns macht und ich freue mich tierisch drauf. Habe schon Käse besorgt und alles und dann geht es gleich los und ich freue mich so darauf. Vielleicht berichte ich euch mal, wie es war. Auf jeden Fall. Ich freue mich! Vorsichtshalber habe ich aber noch ein bisschen Käse besorgt, weil ich bin ja der weltgrößte Käsefan. Ich habe sogar schon mal eine Urkunde bekommen, ohne Scheiß, als Käsemaus. Früher, als man noch reisen konnte, war Thor und ich öfter in einem